muss ich mir seit 3 Jahren geben. Ich bin in Therapie, in der Psychiatrie, ich bin unter der Brücke, ich bin schon fast runtergesprungen. Ich habe jetzt auch kein Lenkrad. Ich habe aber schlechte Laune mitgebracht. Das findet ihr immer super. Aber es kotzt mich an, dass ich kriege jeden Tag immer noch Bilder. Ich bin einfach verflucht. Und diese ganzen alten Buslinien, die ich hier erstellt habe, ne? Kleiner Willi, geiler Dorsch, Ehre in den Arsch, neue Kacki. Das hat ja schon was von Nostalgie. Meinst du so zum Eingrooven? Mal eine Runde neue Kacki? Was habe ich denn nochmal für Buster alles hier? Versteht ihr, was die Message ist? Das Spiel stürzt ab, egal welche Tour ich starten will. Ist das gut? Ich liebe es. Neues. Hä, selbst wenn ich ins Hauptmenü will. Hä, wollt ihr mich verkackeiern? Eine Runde hier im Bus-Simulator 16 rein. Also, das ist ja eigentlich sehr traurig, ne? Bus-Simulator 18 ist kaputt. Hardware-Voraussetzungen. Die folgenden rot markierten Komponenten deines Systems erfüllen nicht die Minimalvoraussetzungen. Ja, also die RTX 3090 ist einfach nicht krass genug für den Bus-Simulator 16, Junge. Hey, hier drüben. Ich bin mir echt nicht sicher, ob meine Grafikkarte das Spiel schafft. Ne? Er hat sich doch automatisch alles auf Low gestellt. Oha. Oha, was ein Unterschied. Oh, das ist ja wirklich ein Unterschied. Wie viel FPS haben wir? Warte mal 60. Ich will mich doch kommen. Ist für mich doch alles. Ist für mich doch einmal alles immer triggern. Aber eigentlich fand ich es vorher schon irgendwie geiler. Junge. Hab ich jetzt mehr FPS? Jetzt habe ich 100. Ja, es liegt wirklich an der schlechten Grafik. Kann ich noch die Fresse hauen? Ja, kann man jetzt hier Autos klauen? Ist das jetzt hier dieses neue GTA 6 oder? Wenn du denkst, dass du für eine echte Fahrt bereit bist, begib dich zum Ausgang. Was für ein Ausgang, Digga? Wir nähern uns der ersten Haltestelle. No. Versuche möglichst nah am Gehstein. Du hast jemanden angefahren. Puh. Glück gehabt, die Person scheint unverletzt. Ich muss mir einen neuen Kaffee holen. Ich bin mal gleich da. Moin. Okay, ich kratze die einfach am Waschtisch doch mal. Also versuche, jede Haltestelle pünktlich zu erreichen. Ich glaube, die Tür klemmt. Oh, richtig. Nächster Halt. Ich wollte so ein... Wie mit so einem Skateboard, versteht ihr? Ah, das habe ich auch nicht vermisst, diese Scheißsprüche. Ich glaube, die Tür klemmt. Nein. Oh, werden hier Tür nicht zugemacht? Fernsehturm. Oh, rein oder raus? Es kann sich wirklich auszahlen. Tschüss. Einmal war ich mit dem Bus auf einer Tour durch die Junge, Stadt. Junge, Ben, halt mal die Fresse, keinen interessiert das. Es war eine Früh im Tag, diese Kinder da. Einer von ihnen hat uns geschaltet und ein anderes Kind hat sofort einen Rettungswagen. Ben, halt mal deine Fresse jetzt, es juckt kein, was du dazu sagen hast. Ich glaube, die Tür klemmt. Nächster Halt, Kongress. Fahrer? Die Tür schließt nicht. Fahrer, die Tür ist noch offen. Mein Herr, es ist gefährlich, mit offener Tür zu fahren. Ja, es ist auch gefährlich, mit offenem Maul zu reden, Junge. Bitte nehmen Sie Platz. Ben, halt's mal. Ich glaube, die Tür klemmt. Die Tür ist offen. Ja, mein Arsch auch, mein Arsch, also egal. Oh, hey, nein, tu das nicht. Wir fahren nochmal über Rot. Achte auf den Verkehr. Oh, shit. Oh, hoppla. Gott sei Dank bin ich gut versichert. Ja, bitte. Echt lausig. Hoppla. Fahrer, die Tür ist noch offen. Deine Mutter ist offen. Fahrer, die Tür ist noch Junge, offen. Junge, die Tür ist doch zu. Ich hab doch gerade zugemacht. Achte auf den Verkehr. Oh Mann, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Tür zu, reden, schlimpfen. Tür schließt nicht. Alter, halt doch die Fresse. Ich möchte eine Einzelfahrkarte für Schüler. Junge, du bist alles, aber kein Schüler. Du siehst aus wie 40. Wie oft bist du sitzen geblieben? 20 Mal? Guck mal, wie das steht, Junge. Also dem vertraut doch kein Mensch. Für mich ist das Beste an diesem Job, einfach die Straße entlang zu fahren und all diese interessanten Leute kennenzulernen. Aber ich möchte dir etwas erzählen. Dieser Job stellt deine Geduld auf die Probe. Es gibt Leute und dann gibt es noch Leute. Es gibt Leute? Aber es gibt auch noch Leute. Du bist gerade über eine rote Ampel gefahren. Ja. Die Tür schließt nicht. Entschuldigung, die Tür ist offen. Lass mich in Ruhe. Hm, die Tür schließt. Oh, hoppla. Sei vorsichtig. Gott sei Dank bin ich gut versichert. Achte auf den Verkehr. Mann, da ist doch gar kein Verkehr mehr. Achte auf den Verkehr. Mann, halt doch. Oh, Herr.
Hier kann man richtig einen abklemmen. Kann man sich richtig die Batterie abklemmen. Versteht ihr? So, jetzt gibt's erstmal aufs Maul. Stiftgasse. Eine Fahrkarte bitte. Zwei Fahrkarten bitte. Schüler wieder. Du bist auch wieder kein Schüler. Das sind doch keine Schüler. Ich glaube, die Tür klemmt. Was, die hintere wieder auf oder was? 80 Euro kostet das, wenn ich über Rot fahre? Ist ja übelst billig. Ich glaube, die Tür klemmt. Prima. St. Pauluskirche. Musst uns ein bisschen beeilen. So, alles festhalten. Wir nehmen eine scharfe Kurve rechts. Bing. Hey. Alles easy. Nur ein Kratzer. Und raus. Dritte Straße, West. Passagiere zurückgelassen. Ach, scheiß auf die. Dieses Lachen, ne? Dieses Lachen, was ich da ab und zu höre. Von der Frau. Oder von dieser weiblichen Stimme. Das hört sich an wie dieses Lachen von dieser Dame auf TikTok, die immer alles weglacht. Kennt ihr die? Heute lachen wir mal den Montag weg. Erstmal streicheln wir uns das Bauch und dann nippeltwisten wir uns gegenseitig. Aua! Wann steigt die Party? Es ist keine richtige Party, sondern eher ein gemütlicher Abend mit Freunden. Um 8 Uhr geht's los. Oh gut. Soll ich was mitbringen? Etwas zu trinken wäre super. Vielleicht auch Eis? Sind eigentlich hier noch Leute denn? Wieso bin ich jetzt einmal im Kreis gefahren? Bitte alle aussteigen, ihr kleinen Kackkinder? Wieso seid ihr alle noch hier drin? Jetzt verpisst euch. Jetzt ab nach Hause. Ich rufe meine beste Freundin an und sie sagt, was geht. Ich sag, ich gehe heute Abend raus und sie sagt konkret. Wir starten motiviert in die Woche. Einnahmen diese Woche minus 4.972. Einnahmen diese Fahrt minus 4.222. Was soll ich sagen? Bus-Simulator 16, ne? Volles Game. Habe ich einen Unfall gebaut? Da ist doch gar kein Verkehr mehr. Wann habe ich einen Unfall gebaut? So, wir machen es jetzt mal anständig hier. Jetzt machen wir mal Geld. Stiftgasse. Stiftgasse. Also gut, ich brauche Äpfel, Orangen, Brot, Karotten und Marmelade fürs Frühstück. Das war's. Moment, ich glaube, irgendwas fehlt. Hä? Und was soll da jetzt fehlen? Was fehlt denn jetzt bei seinem scheiß Frühstück? Er hat doch Brot, Äpfel, Marmelade. Was will er denn noch? Ich brauche nur eine Fahrkarte. Ja und? Du bist ja auch nur ein alter, scheiß, dreckiger Mensch. Kriegst einen schönen Beutel Gold. Wisst ihr, was geil ist? Brötchen? Butter, eine Scheibe Käse und dann Erdbeermarmelade drüber. Das ist geil. Wie dumm ist dieses Spiel? Jetzt gibt es Leute, die vorne einsteigen und die wollen hinten einsteigen. Ihr seid so dumm. Was machst du da mit deiner Hand? Deine rechte Hand ist richtig groß. Was machst du in deiner Freizeit mit deiner rechten Hand? Unbefriedigend. Oh nein! Unbefriedigend. Als ob so jemand im Bus sitzt, wenn der Busfahrer einen Unfall baut und sagt... Unbefriedigend. Besser auf... Nein! Ich wollte mir wirklich Mühe geben. Aber ich bin einfach mental zerstört. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Danke, mein Lieber. Eine Fahrkarte. Oh, ich hab's denn so viel gegeben, deswegen findet die mich geil. Das wollen wir nicht. Oh, Mann. Oh, jetzt kommt da noch ein Krankenwagen. Was stresst mich hier auch alles? Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Ich lieb von dir. Nächster Halt, Laurinstraße. Fahrer? Die Tür ist noch offen. Ach, scheiß drauf. Wir sind eh gleich da. Schneller. Fahrer, ja, die Tür ist noch offen. Ja, ich weiß, offen. Die Tür ist auf. Laurinstraße. Alter, wir haben richtig Stau hinter uns. Wir geben doch schon Fahrer, Gas. Fahrer, die Tür ist noch Nein, offen. Nein, ich hab die zugemacht, Nächster, ich schwöre. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen. Ihre Habseligkeiten? Muss aussteigen. Oh Mann, ich habe noch einen Unfall gebaut. Egal, ich glaube, es gibt nicht so viel, oder? Meisenstraße. Eingabe. So, oha. Alter, wir haben richtig was verdient hier, Alter. Boah, was ist das? Ich kann mir einen Katzenbusaufkleber an den Bus kleben. Gratuliere, du hast es geschafft. Worauf wartest du noch? Hol dir deinen neuen Bus. Einen neuen Bus? Ich will erstmal jemanden einstellen. Geschickter Automechaniker, etwas erfahren als Taxifahrer, mag fröhliche Leute, andere nicht so sehr. Geschickter Automechaniker, war früher Fahrerin für schwere LKWs, hat 13 Katzen und liebt sie alle. Lola, du bist raus. Ich fahr motiviert auf der Strecke. Ich fahre motiviert. Da kommen wir wieder da oben am Arbeiten. Er ist oben im Rückspiegel. Er ist noch richtig am Arbeiten. St. Martinstraße. Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Na, Digga. Hey, was ist mit euch? Ich hab noch eine Tür und die wollen nur hinten einsteigen. Seid ihr irgendwie los? St. Martin, St. Martin. Komm schon. Wir haben es jetzt eilig. Müssen ein bisschen beeilen hier. Ein bisschen Schwund ist immer. Oh nein, wird grün. Oh, danke.
Junge, war das geil. Schneller. Hallo. Wir starten motiviert in die Woche. Wir starten motiviert. Oh, echt lausig. Mann, halt mir die Fresse. Ich muss ja Autotune und alles gleichzeitig machen. Ich sollte vorne sitzen. Wieso? Weil mir hier hinten ganz schwindelig wird. Nächster Halt, Südtiroler Straße. Motiviert in die Woche. Hey. Südtiroler Straße. Was sind denn nur am Rumheulen? Nächster Halt, Schillerstraße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Genau. Was ist denn das für ein Kreisel? Warum ist da eine Kirche in der Mitte vom Kreisel? Überall Ghettos um die Kirche drumherum. Dann ein richtig cringer Kreisel. Mega goofy. Auf Lock, Cringe, Slay, Digga. Ja, was die jungen Leute heute alles noch sagt, ne? Und jetzt wird die Scheiße wieder rot, ich kotze. Papatastisch. Altstadt Spandau-Kirche nicht anders, jetzt beruhigst du dich mal. Da ist doch kein Kreisel drumherum. Kein Ghetto. So, hier ist jetzt Ende. Schillerstraße. Eingabe. Ja, wir haben ein paar Unfälle gebaut, ne? Aber wir haben ein bisschen was eingenommen. Wir sind wieder geclimbed. Sieh nur, wie du gewachsen bist. Wenn du so weitermachst, erhältst du bald Zugang zum modernen Bezirk. Da gibt es viele Grünflächen. Ja. Aber jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ein Busliniennetzwerk in den Vorstadt- und Wohnbezirken aufbauen, damit die Öffentlichkeit zufrieden bleibt.